sind und dass wir auch ein bisschen Publikum haben. Das ist ja nicht so einfach, immer in den leeren Raum hineinzusprechen. Dankeschön. Okay, ich habe gerade ein Handzeichen bekommen, wir sind online, also kann ich starten. Herzlich, herzlich willkommen zum dritten Welttag der Patientensicherheit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, sehr geehrte Frau Giernau vom Bundesministerium für Gesundheit, liebe Referentinnen und Referenten, die Sie heute mit sehr spannenden Themen für uns da sein werden. Sehr geehrte Projektpartner, liebe an Patientensicherheit Interessierte hier vor Ort, ich finde es schön, dass Sie da sind, anwesend sind, und vor allem den Bildschirmen. Ich freue mich, dass Sie alle sehr herzlich zu unserer Veranstaltung Mach dich stark für Patientensicherheit sicher vom ersten Atemzug an zum Welttag der Patientensicherheit 2021 aller gute Dinge sind drei, Welttag zu begrüßen. Es ist so großartig. Wir können an diesem Tag die Fahne für Patientensicherheit deutlich und groß und in orangenen Farben hochhalten. Sie alle und noch viel mehr, alle Akteure, Organisationen und Unternehmen heute veranstalten Aktionen, legen Informationsmaterial aus, beleuchten Gebäude mit der Signalfarbe Orange, um auf die Patientensicherheit aufmerksam zu machen. Sie machen noch mehr als sonst in dieser Woche und heute auf Patientensicherheit aufmerksam. Sie gestalten das alles und dafür möchte ich jetzt schon einmal Danke sagen. Nach einem sehr schwierigen Corona-Jahr 2020 können wir nun wieder voller Freude berichten, dass wir wieder etwa genauso viele lokale Aktivitäten präsentieren können wie vor der Pandemie. Obwohl wir ja noch mitten darin sind. Und was die Verteilung von kostenlosen Materialien angeht, so haben wir einen kontinuierlichen Zuwachs zu verzeichnen. Damit das alles möglich ist, die Materialien können ja in gedruckter Form kostenfrei ganzjährig bestellt werden und auch die Veranstaltung heute ist kostenfrei, brauchen wir externe Förderung. Die haben wir auch in diesem Jahr wieder vom Gesundheitsministerium bekommen. Dafür möchten wir uns bei unserem Schirmherrn Minister Jens Spahn, dem Ministerium und natürlich Frau Giernau und Herrn Dr. Hertel, die heute hier sind, sehr, sehr herzlich bedanken. Allerdings, und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, einmal im Jahr Patientensicherheit in den Fokus zu stellen, das ist, wie wenn man nur einmal im Jahr Sport macht und sonst wenigstens versucht, sich gesund zu ernähren. Nett, aber eben bei Weitem nicht ausreichend. Patientensicherheit muss in jedem Augenblick, in dem wir Patientinnen und Patienten betreuen, versorgen, behandeln, unser erstes Anliegen sein. Trotzdem ist so ein Gedenktag natürlich wichtig und vor allem wirksam. Ich möchte da nur zwei Aspekte nennen. Erstens setzt er alljährlich ein Zeichen, dass man bei dem täglichen Bemühen um sichere Versorgung, das Wort Bemühen kommt nicht von ungefähr von Mühe, nicht alleine ist. Viele andere sind mit auf dem Weg im täglichen Einsatz für Patientensicherheit. Was alleine schwerfällt, vielleicht sogar ein wenig in Vergessenheit oder zumindest in den Hintergrund tritt, wird wieder lebendig, wenn man sich unter dieser Überschrift Patientensicherheitstag trifft und Gemeinsamkeiten entdeckt. Gemeinsam bestärkt man sich nicht nachzulassen. Deshalb ist ja auch unsere Mitmachaktion so bedeutsam. Deshalb ist auch richtig, zum Tag der Patientensicherheit die Farbe der Patientensicherheit zu zeigen. Ich muss leider unterbrechen, weil ich leicht erkältet bin. Ich bin aber negativ getestet und geimpft und setze auch gleich wieder die Maske auf. Wir zeigen die Farben an Denkmälern, an Gebäuden, vielleicht auch nur an der eigenen Kleidung, wie das heute bei uns und unseren Mitarbeiterinnen der Fall ist. Ich sehe hier auch leichte orangene Aspekte im Saal. Natürlich wird es keinen Patienten vor Schaden bewahren, weil die Charité oder die MHH in Hannover orange angestrahlt sind. Aber
Durch dieses leuchtende Bekenntnis zur Patientensicherheit schaffen wir ein Gemeinschaftsgefühl, das motiviert, und darauf kommt es uns heute an. Entsprechend möchte ich mich vom ganzen Herzen bei allen bedanken, die auf die eine oder andere Weise an diesem Tag Zeichen setzen für Patientensicherheit. Der zweite Aspekt, den ich heute hervorheben möchte, ist, dass anlässlich des Welttages immer wieder andere Teilbereiche und Anliegen der Patientensicherheit in den Fokus gerückt werden. Wenn man ehrlich ist, dann ist Patientensicherheit so ein richtiges Handlungsfeld, dass es schwerfällt, immer alles gleichermaßen anzugehen und überall aktiv zu werden. Die, die das Aktionsbündnis Patientensicherheit kennen, wissen das. Wir sind auf vielen Feldern aktiv, aber wir müssen sehr, sehr stark priorisieren. Deshalb ist es richtig, jedes Jahr ein besonderes Anliegen herauszugreifen. Letztes Jahr, unter dem unmittelbaren Eindruck der Corona-Krise, war das Motto der WHO Safe Health Workers, Safe Patients. Das war absolut richtig und wurde von uns im APS voll unterstützt. Das gilt eigentlich auch in diesem Jahr noch. Denn wir wissen schon lange, Mitarbeitersicherheit ist Patientensicherheit. Seit kurzem, das darf ich ankündigen, gibt es mit diesem Titel auch ein Buch des APS, bei dem mein Vorstandskollege, der liebe Reinhard Strametz, die Aufgabe des Herausgebers übernommen hat. Selbstverständlich bleiben wir auch weiterhin an diesem Dauerbrenner der Patientensicherheit dran. Dieses Jahr ist der Schwerpunkt der WHO die sichere und respektvolle Geburt. Ich weiß, dass viele bei diesem Motto zuerst an Länder mit schlecht ausgerüsteten Gesundheitssystemen denken, nicht aber an wohlhabende Länder wie Deutschland mit umfassender Infrastruktur. Tatsächlich ist die Geburtshilfe bei uns in Deutschland nicht mehr, aber auch nicht weniger ein Handlungsfeld der Patientensicherheit wie andere Bereiche in der Medizin auch. Die Geburt, und das bleibt auch im hochentwickelten Gesundheitssystem, eben eine Risikosituation für Mutter und Kind, die wir versuchen mit guter Versorgung, intensiver Kommunikation, der Stärkung der Patientinnenkompetenz und Professionalität bestmöglich zu beherrschen. Auf unserer heutigen Veranstaltung möchten wir alle handelnden Personen noch einmal genau dafür sensibilisieren. Bitte bleiben Sie dran, sich jeden Tag wieder neu für noch mehr Sicherheit und wechselseitigen Respekt unter der Geburt einzusetzen. Der Raum für Verbesserung besteht auch bei uns. Und heute werden zwei Berichte von Frauen zeigen, für die ich mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken möchte, dass es auch bei uns Verbesserungsmöglichkeiten gibt. In Deutschland ist es, anders als im angloamerikanischen Raum, eben nicht üblich, solche Berichte öffentlich zu machen und an den Anfang von Veranstaltungen zu stellen, um ihnen den gebührenden Raum zu geben. Wir möchten das ändern und die wechselseitige Scheu nehmen. Es geht um das Teilen von Erfahrungen, nicht um Skandalisierung oder Anklage. Diese Mütter möchten ihr Erleben schildern, damit andere nicht das Gleiche erleben, dass die Patientensicherheit für die Zukunft verbessert wird. Das ist ein Anliegen, das uns alle heute hier und auch an den Bildschirmen eint. Lassen Sie uns nun gemeinsam in unsere aufregende und spannende Veranstaltung zum dritten Welttag der Patientensicherheit starten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem Schirmherrn, dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und bei dem Präsidenten der Bundesärztekammer Dr. Reinhardt, die uns ihre Grußworte ausrichten. Jetzt möchte ich noch unseren Moderator für den heutigen Tag vorstellen. Sie alle kennen Herrn Wolfgang van der Berg, der 13 Jahre lang Chefredakteur der Ärztezeitung war und in diesem Jahr nun in die Funktion als Herausgeber gewechselt ist. Bitte, Herr van der Berg, das ist jetzt Ihre Bühne. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Hecker. Sie haben mir so viel Zeit auch jetzt schon wieder genommen, sodass wir jetzt wirklich den Turbo einschalten müssen. Also ich bedanke mich natürlich dafür, dass Sie alle heute hier sind. Das ist wirklich wieder mal ein neues oder ein angenehmes Gefühl, zumindest mit Teilpräsenz derartige Veranstaltungen auch moderieren zu dürfen. Natürlich herzlich willkommen auch denjenigen, die in den Büros oder zu Hause im Homeoffice sitzen und uns jetzt in den nächsten 4 Stunden auch begleiten werden.
Das Thema ist aufgerufen, macht dich stark für Patientensicherheit, sicher vom ersten Atemzug an. Und ich habe wirklich selten in der Geschichte jetzt der Patiententage der letzten 3 Jahre erlebt, Frau Hecker hat darauf hingewiesen, die mediale Präsenz dazu. Also mal so ausgedrückt, wer sich dazu schon heute und gestern Nachmittag alles geäußert hat, in Reaktion auch auf die Pressekonferenz, die Sie dazu dem Thema veranstaltet haben. Und das hat offenbar elektrisiert. Also ich fange mal an bei der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie bis hin zur Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe und Geburtsmedizin, über den Hausärzteverband in Baden-Württemberg nicht zu vergessen. Die Diakonie hat sich gemeldet, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat sich gemeldet. Das Video, was Herr Reinhardt aufgenommen hat, ist also schon als Pressemitteilung heute Morgen bzw. gestern Abend noch rausgegangen. Also wir haben einen ganzen Strauß an Reaktionen schon in der Öffentlichkeit. Und wir wollen natürlich mit dieser Veranstaltung heute Nachmittag das Rad noch ein bisschen weiter drehen und schauen, dass natürlich auch viele Aspekte jetzt im Laufe dieser Veranstaltung auch diskutiert werden können. Bei meiner Moderation, und Sie haben das der Agenda entnommen, werde ich unterstützt. Und da danke ich jetzt schon mal im Voraus ganz herzlich Frau Dr. Ilona Köster-Steinemacher, der Geschäftsführerin des APS, und Konstantin Grosch, dem stellvertretenden Vorsitzenden, der auch nochmal gleich eine Session dann übernehmen wird. Und so bescheiden wie Frau Dr. Hecker ist, sei darauf hingewiesen, dass 2015 die Initialzündung zu diesen Welttagen ja nun nicht von ungefähr kam, sondern von der APS, die seinerzeit mit dem Gesundheitsministerium bzw. mit dem Gesundheitsministerium die Idee mit ins Spiel gebracht hat, wie man so einen Welttag überhaupt initiieren kann. Und wiederum die Gesundheitsminister der Länder sind dann hingegangen und haben hier auch mit der WHO das international gespielt, das Thema. Und insofern kommt es dazu, dass die Aktionstage, die das Aktionsbündnis dazu schon veranstaltet hat, ins Jahr 2015 zurückgreifen. Aber 2019, wie gesagt, der Tag ins Leben gerufen wurde von der WHO. Ich darf Sie jetzt mit einem kurzen Zitat konfrontieren. In der Pandemie hat unser Gesundheitssystem seine ganze Qualität unter Beweis gestellt. Die Sicherheit aller Patientinnen und Patienten hat auch in dieser besonderen Zeit für uns allerhöchste Priorität. Zitat Ende. Das war Jens Spahns Worte 2020 im vergangenen Jahr anlässlich des Welttags der Patientensicherheit. Und auch in diesem Jahr hat er uns eine Grußbotschaft geschickt. Und ich darf die Regie jetzt bitten, den Film kurz abzuspielen. Danke. Die Erkenntnis ist, Investitionen in Patientensicherheit sind eine Versicherung für uns alle. In Deutschland hat sich unser robustes, unser resilientes, leistungsfähiges Gesundheitswesen bislang auch als sehr, sehr verlässlich in dieser Pandemie erwiesen. Ein besonderes Anliegen in der Pandemie ist für uns, die Arbeit des Gesundheitspersonals möglichst sicher zu machen. Mit Schutzausrüstung und durch Vorrang beim Impfen zum Beispiel. Eine vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragte und heute vorgestellte OECD-Studie belegt, für die Resilienz und die Nachhaltigkeit der gesundheitlichen Versorgung ist die Sicherheit des Gesundheitspersonals selbst sehr essentiell. Der Blick am Welttag der Patientensicherheit richtet sich aber natürlich auch auf diejenigen Gesundheitssysteme, die davon weiter entfernt sind als wir. Die diesjährige Weltgesundheitsversammlung hat deshalb einen WHO Global Patient Safety Action Plan für die Jahre 2021 bis 2030 verabschiedet. Der Aktionsplan richtet sich an alle Ebenen und Akteure der medizinischen Versorgung. Sein ambitioniertes Ziel, eine Welt, in der niemandem im Rahmen der Gesundheitsversorgung Schaden zugefügt wird. Eine Welt, in der jede Patientin und jeder Patient jederzeit und überall eine sichere und respektvolle Versorgung erhält. Die WHO hat dazu eine Dekade der Patientensicherheit ausgerufen. Im Konkreten hat die Pandemie in besonderer Weise gezeigt, gut ausgebildetes medizinisches Personal, das in einer Krise für uns da ist, sei es in der persönlichen Krise Gesundheitskrankheit oder in der nationalen Krise Pandemie. Ein gut ausgebildetes medizinisches Personal gibt in dieser Krise Sicherheit. Auch deshalb spielt das Thema Nachwuchsgewinnung, etwa in den Pflegeberufen, eine große Rolle. Das beginnt mit attraktiven und modernen Ausbildungen in den Gesundheitsberufen. Viele Berufe haben wir in den letzten 3,5 Jahren modernisiert und auf den Stand des Jahres 2021 gebracht, zum Teil Berufsgesetze
aus den 70ern oder 80ern, besonders auch mit Blick auf die Pflegeausbildung. Die Ausbildung der anästhesietechnischen und operationstechnischen Assistentinnen und Assistenten, die Hebammenausbildung, bei der Physiotherapie, bei den PTAs und in vielen, vielen anderen Bereichen. Dabei hat das Thema Patientensicherheit bereits in der Ausbildung all dieser Gesundheitsberufe an Bedeutung gewonnen. Stichwort Hebammen. Die Sicherheit rund um die Geburt ist ein zentrales Thema dieses Kongresses. Es gibt viele weitere Aktivitäten, mit denen wir als Bundesregierung dieses Ziel verfolgen. Etwa indem wir eine evidente Leitlinienentwicklung unterstützen oder Forschungsvorhaben zum Themenbereich Geburt fördern. All dies kann aber nur gelingen, wenn es auf allen Ebenen Menschen gibt, die sich, wie Sie, engagiert und beharrlich für Patientensicherheit stark machen. Ich danke dem Aktionsbündnis Patientensicherheit und allen Beteiligten für diesen Einsatz. Ein herzlicher Gruß und alles Gute für die heutige Festveranstaltung. Bleiben Sie gesund. Investitionen in Patientensicherheit und Versicherung sind Versicherungen für uns alle, sagt Jens Spahn. Und ich glaube, er hat damit eigentlich schon auch die ersten Lehren so aus der Covid-19-Diskussion der vergangenen 18 Monate auch schon gezogen oder ziehen können. Und das wird uns ja sicherlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir legen heute den Fokus ja auf ein anderes Thema. Das haben wir ja nun eben festgestellt. Aber da gibt es ja auch noch offenbar eine Menge zu tun. Und daher ist auch ganz wichtig, dass diesmal auch in den Fokus mit hineinbezogen werden, nicht nur die Patienten, sondern diejenigen, die im Gesundheitsberuf beschäftigt sind. Und das werden wir ja gleich, Herr Spahn hat es angekündigt, mit dem vierten Teil der OECD-Studie, unter anderem von Herrn Dr. Hartl gleich erfahren und, wie ich gehört habe, auch von Professor Nick Katzinger, der uns zugeschaltet, live zugeschaltet sein wird. Also bis dahin, ganz herzlichen Dank. Viele Dinge hat er schon angekündigt mit dem Aktionsplan. Das wollen wir natürlich heute im Laufe der Veranstaltung nochmal vertiefen, was es damit auf sich hat und wie so die einzelnen Zielperspektiven auch sind, die 35 Perspektiven, die da aufgezeigt sind, in welche Richtung wieder laufen. Meine Damen und Herren, Patientensicherheit ist nicht verhandelbar. Ein Zitat des Präsidenten der Bundesärztekammer vor dem ersten Welttag der Patientensicherheit, das hat er gesagt, im September 2019, hören wir und schauen wir uns das Video an, die Grußbotschaft des Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Sehr geehrte Frau Dr. Hecker, sehr geehrter Herr Minister Spahn, sehr geehrter Vorstand und Mitglieder des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr darüber, heute zum Welttag der Patientensicherheit auf Ihrer Veranstaltung ein Grußwort zu sprechen. Es ist gut, dass es diesen Welttag gibt. Der Welttag macht deutlich, dass das Thema Patientensicherheit weltweit relevant ist und zugleich uns alle betrifft. Egal, ob wir als Patientinnen und Patienten eine Behandlung brauchen, oder ob wir als Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder in therapeutischen Berufen im Gesundheitswesen tätig sind. Wir alle wollen eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung, in der unerwünschte und kritische Ereignisse optimal vorgebeugt wird. Patientensicherheit geht uns alle an. Mit dem Motto Speak Up hat die WHO den Welttag im Jahr 2019 erstmalig ausgerufen und damit das offene Sprechen über potenziell fehlerhafte Prozesse als A und O für eine sichere Patientenversorgung hervorgehoben. Im vergangenen Jahr stand beim Welttag im Vordergrund, dass die Sicherheit von Patientinnen und Patienten eng verknüpft ist mit der Sicherheit aller derjenigen, die sich um die Patientinnen und Patienten kümmern. Patientenheit ist ohne die Sicherheit für Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und alle Gesundheitsfachberufe nicht zu haben. War und ist die wichtige Botschaft. Mit dem Motto Gesund vom ersten Atemzug an wird der Fokus des Welttages in diesem Jahr auf eine sichere Geburt für Mutter und Kind und den Start ins Leben gelegt. Für die Patientensicherheit ist dieses Thema auch deshalb hochrelevant, weil sie gerade in der Geburtshilfe exemplarisch zeigt, was Medizin grundsätzlich ausmacht. Jede Geburt ist ein besonderes, individuelles Ereignis, nicht nur für die Gebärende und das Kind, das das Licht der Welt erblickt, sondern auch für das interprofessionelle Team, das die Schwangerschaft, die Geburt und die Familien begleitet, vor, während und nach der Geburt. Und genauso erlebe ich es als Hausarzt in meiner Praxis und erlebt es der Klinikarzt im OP
mögen wir noch so erfahren und ordiniert sein. Es gilt stets, dass wir wachsam auf die jeweils individuelle Situation der Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen eingehen, unerwartete Reaktionen und Abweichungen sensibel wahrnehmen und im Behandlungsteam Hand in Hand schnell und angemessen darauf reagieren. Patientensicherheit geht uns alle an und Patientensicherheit lässt sich nur zusammen gewährleisten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kommunikation. Sowohl die Verständigung mit den Patientinnen und Patienten, was braucht er oder sie konkret, was ist aus der individuellen Patientensicht wichtig, als auch die Information und Kommunikation im medizinisch-therapeutischen Team sind ausschlaggebend. Hier gilt es, das Bewusstsein zu schärfen, wie die Kommunikation zu Fehlern bzw. zu Fehlerprävention beiträgt. Sicheres Kommunizieren kann geübt werden. Beim Blick in das Programm sehe ich, dass Sie dieses Thema im Laufe der Veranstaltung aufgreifen werden. Ein anderer wichtiger Aspekt für Patientensicherheit ist die Sicherheitskompetenz. Für uns Ärztinnen und Ärzte sind Qualität und Sicherheit seit jeher die beiden untrennbaren Seiten einer Medaille. Sie stellen die Leitschnur ärztlichen Handelns vom ersten Tag an dar. Insofern begrüßen wir es, dass das Thema Patientensicherheit auch explizit in der neuen ärztlichen Approbationsordnung genannt wird. Damit komplettiert sich unser Engagement in der ärztlichen Weiter- und Fortbildung und Patientensicherheit zieht sich wie ein roter Faden durch alle Stufen der ärztlichen Qualifikation. Vom Medizinstudium über die Facharztweiterbildung bis hin zur kontinuierlichen Fortbildung von Ärztinnen und Ärzten. Das ist wichtig, denn je komplexer die medizinische Behandlung ist, desto anspruchsvoller ist es auch, für sichere Abläufe zu sorgen. Unser Gesundheitswesen ist getrieben von immer mehr Behandlungsprozessen, die in immer kürzerer Zeit erfolgen müssen. Der demografische Wandel bringt es mit sich, dass unsere Patientinnen und Patienten vermehrt chronisch bzw. mehrfach erkrankt sind. Zugleich entwickeln sich Medizin und Technik rasant und fachliche Spezialisierung, Arbeitsteilung und nicht zuletzt die Digitalisierung prägen die Patientenversorgung zunehmend. Damit steigen einerseits die Chancen, dass Patientinnen und Patienten immer besser versorgt werden können, aber auch die Komplexität der Behandlungsprozesse selbst und damit der Aufwand für die Fehlerprävention nimmt zu. Lassen Sie mich abschließend noch auf einen Aspekt eingehen, der sich ebenfalls im Programm dieser Veranstaltung wiederfindet. Das Thema Ökonomie. Die OECD hatte bereits vor einigen Jahren in einer vom Bundesministerium für Gesundheit in Auftrag gegebenen Studie festgestellt, dass sich Investitionen in Maßnahmen zur Steigerung der Patientensicherheit auch finanziell lohnen. Heute wird der vierte Teil dieser Studienreihe vorgestellt und ich bin gespannt auf die weiteren Erkenntnisse dazu. Nimmt man die OECD ernst, dann rechnet sich Patientensicherheit also auch finanziell. Das ist im Grunde nach eine frohe Botschaft. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch etwas Wasser in den Wein gießen. Der Kern von Patientensicherheit ist das Patientenwohl. Daran muss sich das Gesundheitswesen messen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ökonomische Gesichtspunkte im Gesundheitssystem die Oberhand gewinnen, dann läuft definitiv etwas falsch. Mir ist es an dieser Stelle auch wichtig zu betonen, dass wir nicht für alle Herausforderungen immer neue Ideen, zusätzliche Ansätze und Maßnahmen brauchen, um die Patientensicherheit heute und in Zukunft optimal zu gewährleisten. Denn Patientensicherheit fängt bei den scheinbar kleinen Dingen bzw. im konkreten Versorgungsalltag an. Zum Beispiel, wenn sich Ärzte und Ärzte nicht mit ausreichend Zeit dem Patientengespräch widmen können. Zeit, die sorgfältige Anleitung des ärztlichen und pflegerischen Nachwuchses fehlt oder sich Maßnahmen, die der Patient individuell braucht, nicht eins zu eins etwa in einer DRG-Logik abbilden lassen. Nicht zuletzt der immer prekärer werdende Fachkräftemangel zeigt auf, dass das Gesundheitswesen in eine Schieflage gerät. Wenn die Rahmen und Arbeitsbedingungen der Menschen die Menschen schlussendlich aus dem System treiben, das ist auf das Engagement dieser Menschen, sei es Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte bzw. alle anderen Berufe im Gesundheitswesen ankommen, zeigt sich weltweit nicht zuletzt an der Krisenbewältigung von Covid-19 sehr eindrücklich. Eine Gesundheitspolitik, die Patientensicherheit tatsächlich ernst nimmt, setzt ihr Augenmerk konkret auf den Bedarf von Patientinnen und Patienten und auf diejenigen, die in Alltags- und Krisensituationen das Rückgrat der Patientenversorgung bilden. Ich bin überzeugt, dass sich so eine Gesundheitspolitik für uns alle rechnet. Und zwar vom ersten Atemzug an.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Sie haben es gehört, ganz spannend, nochmal die politischen, im letzten Dritten, wo er nochmal die politische Botschaft aus Sicht der Ärzteschaft, der verfassten Ärzteschaft formuliert hat, wo er denkt, dass die Politik durchaus die Hausaufgaben zu erledigen hat. Und ich meine, wir haben ja wenige Tage jetzt vor den Bundestagswahlen, können wir uns ja selbst ein Bild davon machen, was dazu in den Wahlprogrammen steht. Und das haben wir ja in den letzten Tagen schon festgestellt, bei der Analyse auch in der Pressekonferenz, Vorab-Pressekonferenz, dass da relativ Politik uns wenig Antworten gibt. Also insofern, vielleicht schaffen wir es ja heute am Ende unserer Veranstaltung, so etwas wie eine politische Botschaft auch zu formulieren, die dann die einen oder anderen dazu motivieren könnte, so etwas dann vielleicht sogar in einem Koalitionsvertrag aufzunehmen. Aber wir haben noch was ganz anderes gehört. Wir haben gehört von Herrn Reinhardt, diese Sensibilität, dieses Fingerspitzengefühl und die richtige Ansprache auf Augenhöhe, wie wichtig das ist. Und er sprach in dem Kontext, sprach er auch von diesem einmaligen oder individuellen Ereignis auch für ein interprofessionelles Team hier Hand in Hand zu arbeiten. Und ich denke, dass er da ja ein Idealbild beschrieben hat, das wir gleich natürlich nochmal vertiefend sicherlich auch diskutieren wollen. Ja, und das ist im Prinzip dieses interprofessionelle Handeln und das Thema Kommunikation, das er auch angesprochen hat. Das wird, glaube ich, ganz deutlich, wenn wir uns jetzt das Testimonial anschauen von Vanessa Zobel. Es geht um einen Kaiserschnitt und es geht, ja, das ist explizit, ja, es ist so genannt und ist auch so ausgewiesen, weil hier haben wir, dürfen wir auch den Namen, glaube ich, auch als Klarnamen aussprechen. Und ja, es geht um den Kaiserschnitt und es geht um Anton. Und ich darf die Regie bitten, das Video einzuspielen. Hallo, mein Name ist Vanessa Zobel. Ich bin 35 Jahre alt. Und lebe mit meiner Familie im schönen Ostwestfalen-Lippe. Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, dass ich meinen Beitrag gegen keine einzige bestimmte Klinik, eine diensthabende Hebamme, einen Oberarzt, Assistenzarzt, einen Krankenpfleger oder Krankenschwester richtet. Vielmehr möchte ich sagen, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe, denn ich bin mir nicht sicher, ob mein Sohn und ich in einem anderen Land mit einem anderen medizinischen Know-how gesund und munter auf der Welt wären. Denn ich selbst bin vor 35 Jahren als Notkaiserschnitt auf die Welt gekommen und mein Sohn im Januar 2021 ebenfalls. Anton ist mein erstes und bislang einziges Kind. Ich dachte ehrlich gesagt, nach